Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Park Beyond. So, wir haben unseren kleinen Park hier. Arbeiten dran, dass der ein bisschen attraktiver wird für die Gäste. Wir könnten natürlich auch nochmal ein bisschen Deko unterbringen, ne? Fällt mir gerade so auf. Deko haben wir ja bis jetzt eher wenig. Der gefällt mir eigentlich nicht so gut. So. So. Ja, der ist eher ein Kebab. Okay. Kebab. Machen wir so ein Blumenfeld hin. So. Abgestorbener Baum. Mittelmeerklippe. Wow. Wow, sag ich da nur. Jasminbusch. So, da haben wir doch schon mal ein bisschen Deko in dem Bereich, ne? Ansonsten müssen wir mal gucken. Wir müssen noch drei so Herausforderungen verwirklichen. Hier haben wir einige. Was haben wir denn da? Besitze mindestens zwei impossifizierte Shops. Okay, da arbeiten wir dran. Löse bei drei Besuchern Euphorie aus. Dekoriere den Park mit 30 zum Thema Asien passenden Bäumen. Okay. 30 zu Asien passenden Bäumen. Asien. Ups, was habe ich denn da? Asien. Und vielleicht sollten wir hier auf Deko gehen. Asien? Ich dachte, ich soll nach Asien suchen. Chinesisch, das passt auf jeden Fall. Josua, Palm, Vegetation, Großbaum. Chinesische Kiefer. Aleppo-Kiefer. Jetzt haben wir wahrscheinlich... Wo war das mit den Bäumen? ...23 verbleibend. Gucken wir hier gerade mal. Aleppo zählt die auch dazu. So, jetzt, wenn die dazu zählt, müssten es jetzt noch 20 sein. Jawohl, also die Aleppo-Kiefern zählen dazu. Dann machen wir hier einen kleinen Wald, würde ich sagen. Vegetation.
Da gibt es ja zum Glück ein paar von. Duftblüte, Ahorn. So, wie viel haben wir jetzt? Viele können es nicht mehr sein, die noch fehlen. Zwei verbleibend, okay. Zwei kriegen wir noch hin. Vegetation, Baum. So, eine haben wir erledigt. Was haben wir hier? Impossifiziere einen Animateur und ändere sein Kostüm. Das kannst du über den Reiter Ausrüstung im Personalmenü tun. Okay, wir können Animateur impossifizieren. Personal. Da brauchen wir nur einen. Für Shops brauchen wir zwei. Wo haben wir denn einen? Das ist ein Saubermann-Dude. Bist du? Nee, du bist Arzt. Wo haben wir denn Animateure? Du bist ein Animateur, oder? Mir fehlen ja nicht oft die Worte. Aber das hier ist so unglaublich genial, dass du die Lücken einfach selbst füllen musst. Ich hoffe, dass dir nicht buchstäblich der Kopf wegfliegt. Ne, wird er wohl nicht. Du bist... So, Personal, Animateur. Debbie Warren. Da kann ich jetzt irgendwo... Erhöht verdienten Spaß beim Unterhalten von Besuchern. Feuern? Ne, feuern will ich nicht. Umbenennen auch nicht. Zählt das als Ändern vom Kostüm? So. Arbeitseffizienz. So. Hat aber offenbar nicht gezählt. Warum nicht? Über den Reiter Ausrüstung im Personalmenü kann ich das tun. Personalmenü. Wo habe ich hier denn Reiter Ausrüstung? Anpassung, Zubehör, Übersicht. Personal rekrutieren. So. Zubehör. Debbie Warren, Instandhaltung. Ah, hier kann ich das. Kostüm. So viel zum Thema Ausrüstung. Ja, hier gibt es keinen Reiter Ausrüstung. Machen wir mal das Karnevalkostüm. Jetzt ist sie deutlich unauffälliger unterwegs. Aber gut, Hauptsache wir haben die Aufgabe erledigt. So, wir brauchen noch eine dritte. Was haben wir denn hier noch? Suche, lese bei drei Besuchern Neuphorie aus. Da
Da muss ich erstmal rausfinden, wie ich das hinkriege. Was haben wir hier? Löse bei 10 Besuchern Übelkeit aus. Baue und eröffne eine Achterbahn, die unter dem See hindurchführt. Unter dem See? Okay. Was war das hier? Besitze mindestens 2 impossifizierte Shops. Das kriegen wir hin. Wir haben jetzt nämlich 4. Das heißt, ich kann Shops impossifizieren. Fun Fact! Eine durchschnittliche Limo-Dose enthält über 60 Gramm Zucker. Aber nicht bei uns. Unsere Limo enthält viel mehr. So, dann machen wir den kandierten Apfelshop noch. So. Schon lustig. Ein Sprichwort besagt, an apple a day keeps the doctor away. Aber bei kandierten Äpfeln und Zahnärzten ist es genau umgekehrt. Ach, welche Überraschung. So, haben wir auch erledigt. Sauberkeitswertung haben wir. Besitze maximal 8 impossifizierte Attraktionen, die in Betrieb sind. Und verfüge über ein monatliches Einkommen von 1100. Oh, wo habe ich denn gerade so viel Verlust? Souvenirshops, Personalgehalt. Da machen wir ordentlich Minus. Toiletten. Minus 19, Geldautomaten minus 63, Personalgehalt. Hollala. Nehme ich eigentlich Parkeintritt? Wenn nicht, müssten wir das vielleicht nochmal ändern. Ne, wir nehmen gar keinen Eintritt. Gehen wir mal auf 4 Dollar. Und gucken mal, wie sich das entwickelt. So, 16.000... Geld haben wir. Ich würde jetzt aber ungern eine Achterbahn bauen. Uhrwerkkarussell, das könnten wir mal noch machen. So, da müssen wir nur kurz die Bank hier versetzen. Natürlich ebenfalls. So, passt. 8 impossifizierte. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben erst 6 Attraktionen. Da siehst du es. Genau. Mehr Besucher. Sehr gut. Natürlich platzen wir noch nicht aus allen Nähten, aber das kann ja noch werden. Genau. Hier sind die Eintrittspreise, sind in Ordnung. Ein echtes Schnäppchen. Okay. Dann gehen wir auf 5,50 Dollar. So, gucken wir mal. Bambus? Ist eröffnet. Preis ist in Ordnung. Preis ist ein Schnäppchen. Ja, fangen wir ruhig mal mit Schnäppchenpreisen an. Was denken die Leute hier so? Preis ist in Ordnung. Preis ist in Ordnung. Scoville-Apfel ist in Ordnung. Kirschzuckerwatte ist ein Schnäppchen. Kirschzuckerwatte. Machen wir mal 20 Cent mehr. Geröstete Mandeln sind am seltensten gekauft worden. Impossifiziertes Produkt. Okay.
Mehr Spaß, Magen beruhigen. Ach so, das hat einfach beides. Okay. Gut. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, dass wir hier mal wieder ins Plus kommen. Und nicht so viel Minus machen. Souvenirshops. Wo haben wir denn welche? Wo habe ich denn Souvenirshops? Was ist das? Personalraum. Okay. Das ist eine Toilette. Was haben wir hier? Kandierte Äpfelshop. Oh, das ist natürlich direkt gegenüber dem da. Verlagern ist nicht verfügbar. Was haben wir hier? Ballonshop. Okay. Kauft gar keiner was. Das ist aber wenig. Klassischer Ballon. Herzballon. Bonbonballon. Einhornballon. UFO-Ballon. Machen wir mal die Preise ein bisschen günstiger. In der Hoffnung, dass irgendjemand was kauft. Ansonsten muss ich den einfach schließen. Ansonsten müssen wir den schließen. Hier sind relativ viele Gäste hin unterwegs. Das erstaunt mich. Finanzstatistik. Ja, ein bisschen im Minus, aber insgesamt sieht es gar nicht verkehrt aus. Dann müssen wir gucken, dass wir noch hier mehr Attraktionen hinmachen, würde ich sagen. Dass wir die Leute auch sowas in die Richtung noch mitziehen. Ja, der Ballonshop kann so gar nicht begeistern, ne? $51. Das ist aber okay. Minus 120. Wenn wir halt anderweitig genug Geld machen, dann ist das ja okay. Wobei, wenn er wirklich so gar nicht genutzt wird. Ah, doch, da. Ein UFO-Ballon. Eben war es noch ein UFO, jetzt ist es ein anderer. Schade. Sehr schade. Balawitu. Gucken, ob wir mehr Leute dazu kriegen. Was denken die denn so? Der Preis ist in Ordnung. Ist ein Schnäppchen. Okay. Dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt bei dem. Wie sieht's hier aus? Ah, wir machen Plus, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Hm, hier kommen auch Leute hin, okay. Ja, machen nicht viel Gewinn. $2 ist überschaubar, aber insgesamt würde ich sagen, können wir nicht meckern. Hier könnten wir noch ein Fahrgeschäft hinmachen. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Welches haben wir denn noch nicht gebaut? Die tanzenden Teetassen fehlen uns noch. So.
Machen wir die auch nochmal dahin. Und hoffen, dass wir hier gleich noch die 150 erreichen. Dass wir nochmal wieder neue Dings kriegen. Die Aufgaben sind weg. Okay, also wir brauchten halt einfach nur drei lösen. Mehr können wir dann noch gar nicht mehr. Der Rest ist dann wieder weg. Ja, das könnte aber ein schön großer Park werden. Da ist ein Wasserfall. Da stehen ein paar Hütten. Er wird. So, was denken die Besucher? Was? Die einzigen Attraktionen, die wir mögen, sind entweder geschlossen oder nicht erreichbar. Welche ist denn nicht erreichbar? Hä? Gehen wir mal runter vom Preis, aber welche, wieso sind die nicht erreichbar? Verstehe ich gerade nicht. Die ist erreichbar. Die ist erreichbar. Die ist erreichbar. Die ist erreichbar. Hä? Was ist das denn jetzt wieder? Welche soll denn hier nicht erreichbar sein? Shops und Attraktionen. Gewinn. Die sind gelb, die sind auch alle gelb, also zumindest okay. Der macht halt dick Minus, das ist auch okay. Aber ich habe jetzt keine Attraktion, die hier nicht erreichbar wäre. Was soll der Quatsch? Warum erzählen mir die Leute, dass Attraktionen sind nicht erreichbar? So, jetzt sieht es doch wieder besser aus. Gehen wir nochmal auf 5 Dollar hoch. So, wie sieht's denn bei dir aus? Gewinnverlust 0. Achso, 9 Monat. Minus 116. Ah, gucken wir mal. Ja, aber wie ich sehe, ist die Zeit um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.